Hallo, mein Name ist Patrick Hahn, ich bin Dramaturg hier an der Oper Stuttgart und ich habe gemeinsam mit Marc-André diese Wunderzeichen hier mit entworfen. Und heute, im Hintergrund seht ihr die Oper, in der wir gerade schon kräftig am Proben sind, begeben wir uns auf einen Fußmarsch auf den Spuren von Johannes Reuchlin, dem ersten Humanisten Deutschlands, der hier in Stuttgart begraben liegt und 1455 in Pforzheim geboren worden ist. Kommt mit! Das ist der Innenhof vom Stuttgarter Alten Schloss. Hier hat Reuchlins Dienstherr gewohnt. Hier hinten kann man ihn auch sehen. Das ist Eberhard im Bart. Er trägt in der Hand das Schwert. Und mit diesem Schwert ist er unter anderem auch bis nach Israel gereist. Genauso wie unser Johannes Reuchlin in unserem Stück. Der historische Johannes Reuchlin hat das gar nicht gemacht. Aber er hatte eigentlich ähnlich wie sein Dienstherr auch einen Wunsch. Er wollte Christentum und Judentum näher zueinander bringen. Eberhard im Bart hat das allerdings mit dem Schwert gemacht. Und Reuchlin hat gesagt, mit dem Schwert dürfen wir das nicht tun. Sein Weg war es, die Literatur zu erkunden, die Sprache zu lernen. Und darüber erzähle ich gleich mehr bei der nächsten Station. Hier sind wir jetzt am Fruchtkasten, direkt an der Stiftskirche von Stuttgart. Hier hat Reuchlins Haus gestanden. Hier hat er eine ganze Zeit lang gelebt. Und wenn wir jetzt gleich durch diese Gasse gehen, dann sehen wir auch wahrscheinlich ziemlich genau das, was Reuchlin gesehen hat, als er hier damals durch die Gassen gewandert ist. Hier hinten raus hat er wahrscheinlich gewohnt. Besonders viel Licht dürfte da nicht gewesen sein. Aber dafür war er ja ein Denker, der Licht in die Welt gebracht hat. Er war ein studierter Mann, der unter anderem in Italien bei Pico della Mirandola, sozusagen an den Wurzeln der humanistischen Kultur, studiert hat. Hier ist er auch zum ersten Mal mit der Lehre der Kabbalah in Verbindung gekommen. Und hat daraus für sein späteres Schaffen ganz viel geschöpft. Hier oben sieht man Reuchlins ehemalige Anwaltskanzlei. Reuchlin war von Beruf Jurist, ein sehr erfolgreicher Jurist und als solcher war er auch hier am Hof angestellt. Hier sind wir jetzt an der Rückseite der Leonhardskirche, in der Johannes Reuchlin begraben liegt. Diese Kirche war damals noch vor den Toren der Stadt und sie steht heute direkt am Rande des Rotlichtviertels und direkt an einer großen Hauptstraße mit lauter Geräuschen, die Johannes Reuchlin zu seiner Zeit bestimmt nicht gehört haben durfte. An den hebräischen Schriftzeichen erkennen kann. Und hier rechts griechisch die Worte Anastasis. Hier liegt dieser große Denker begraben, der lange Jahre seines Lebens mit einem Prozess zu kämpfen hatte, weil er gesagt hat, wir dürfen nichts wegschmerzen, was wir nicht kennen, wir dürfen nichts verbrennen oder verdammen, von dem wir keine Kenntnis haben. Man hat ihm nämlich die Frage gestellt, soll man die hebräischen Bücher verbrennen? Sind sie sozusagen ketzerisch? Das war eine Frage, die damals gestellt wurde zu seiner Zeit. Und als Gutachter hat er gesagt, nein, wir dürfen sie nicht verbrennen. Im Gegenteil, wir müssen an jedem Lehrstuhl, an jeder Universität zwei Lehrstühle für Hebräisch einrichten.
Das hat ihm jahrelange Prozesse eingebracht. Und erst als Luther seine Thesen in Wittenberg angeschlagen hat,